A long time ago, 11 months to be exact, in a galaxy far, far away. Bauarbeiter haben die Baustelle nicht wiedergefunden. Nachdem wir auf Bau waren, um zu besprechen, was gemacht werden muss, habe ich die Firma erstmal machen lassen. Ein paar Wochen später stellte sich heraus, dass ich die Bauarbeiter den Weg nicht gemerkt haben und deswegen bisher nichts passiert ist, habe dir das Unternehmen wechseln müssen. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Und mit diesem absolut abgefahrenen Intro begrüße ich euch zu einer neuen Folge vom BER Bausimulator. Es ist, wie ihr gesehen habt, schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und ich nehme mir jetzt einfach mal die Freiheit raus, dass ich einfach ein neues Spiel starten werde. Und by the way, das ist auch die erste Folge, sag ich mal, von dem Mr. Mangobaum Random Shit. Einfach, wo ich Games spiele, auf die ich gerade Bock habe, wo ich denke, okay, das könnte ich mal spielen. Und ja, die nächste mit FIFA Mobile oder Underworld Football Manager 2 meinen Hauptprojekten zu tun haben. Und da wird halt wahrscheinlich jedes Mal irgendwas Neues kommen. Und BR Bausimulator könnte ich mir vorstellen, wenn es euch denn gefällt, da öfters was zu spielen. Es wird jetzt aber kein festes Projekt werden. Wie gesagt, ich spiele random Sachen. Wie ihr am Intro vielleicht erkennen könnt, ganz einfach. Anfang hatte ich eigentlich eine andere Idee, was ich spielen könnte. Das Doofe ist, dieses Spiel, was ich auch schon mal gespielt habe, Star Wars Commander, existiert gar nicht mehr irgendwie im Play Store. Ich kann mir das gar nicht runterladen. Ist schade. Aber dafür spielen wir den Bausimulator und ich starte einfach ein neues Spiel. Das ist, wer es noch nicht weiß, das ist Bernd, die Büroklammer. Herzlich willkommen zum BR Bausimulator. Ach, wir kennen uns doch schon. Das stimmt. Es ist lange her, aber er hat sich erinnert. Na, ihr letzter Versuch lief wohl nicht so gut. Naja, ihr müsst euch die anderen Folgen mal ansehen, dann wisst ihr, wie es lief. Aber sie haben schon verstanden, wie es funktioniert. Oder soll ich ihnen das Spiel nochmal erklären? Also ich denke, 11 Monate ist eine lange Zeit. Ich weiß gar nicht, was ich gestern um diese Zeit hier gemacht habe. Deshalb finde ich, dass er es nochmal erklären sollte. Na gut, dann zum offiziellen Teil. Ach Bernd, das ist doch deine Aufgabe. Du musst nicht traurig sein. Herzlich willkommen zum BR Bausimulator. Wir wollen heute zusammen einen Flughafen bauen. Heute ist ein dehnbarer Begriff. Also ich denke, dass wir das heute nicht ganz schaffen werden. Also was ist das Allerwichtigste beim Bau eines Flughafens? Richtig, das Finanzielle. Finanzielle ist immer wichtig, wir brauchen ein bisschen Cash. Oben rechts sehen Sie, wie viel Budget Sie aktuell zur Verfügung haben. 25 Millionen? Nice, dafür könnte ich mir Austria Wien kaufen. Tippen Sie auf die Anzeige, um die bevorstehenden Transaktionen zu sehen. Ja, machen wir doch. Wie Sie der Übersicht entnehmen können, erhöht sich Ihr Budget monatlich um 500.000 Euro. Ja, am 1.10., am 1.11., am 1.12. Und wir befinden uns im Jahre 2006, wie ihr seht. Da war ich noch nicht so alt. Hier sehen Sie das aktuelle Datum, sowie die aktuelle Uhrzeit, 5. September 2006. Boah. Das war noch eine gute Zeit. Da war Bayern noch nicht so oft Meister. Und hier, bis wann der ganze Spaß eröffnet werden soll. Oktober 2011. Ui, wie viele Jahre haben wir also? 5. Kein Grund zur Panik. Wie Sie sehen, haben Sie ja noch jede Menge Zeit. Das wissen wir. Wir können uns Zeit lassen. So jetzt, wo wir den langweiligen Kram schnell abgehandelt haben, können Sie das erste Gebäude bauen. Öffnen hier Sie bitte zu das Baumenü. Mein Deutsch ist am Struggeln und ihr vielleicht ein bisschen hören könnt, ich rede so ein bisschen durch die Nase, einfach weil ich noch erkältet bin. Deshalb kam Montag und Dienstag auch keine Videos. So, ist nicht so, dass ich irgendwie extrem lange gebraucht habe, um das Intro zu machen. Das ist mir jetzt spontan eingefallen. Zunächst müssen Sie hier eine Kategorie auswählen. Wir entschuldigen uns für die eine, die bisher freigeschaltet ist. Welche auch so. Wir entschuldigen uns. Okay. Wir entscheiden uns für die eine, die bisher freigeschaltet ist. Welche auch sonst, ja. Auf Fragezeichen kann ich gar nicht tippen. Okay, gut. Verwaltung, ein Airport Center. Willkommen in der Gebäudeauswahl. Naja, Auswahl, hier gibt es aktuell leider nur das eine. Och, das ist auch nicht schlimm. Da ist nicht die Qual der Wahl. Ich muss halt das machen, was mir vorgegeben wird. Das ist doch auch ganz gut, dass ich hier am Anfang an die Hand genommen werde. Hier gibt es aktuell nur eine. Gehen wir einmal alles durch, was es hier zu wissen gibt. Ja, hier, Airport Center sehe ich. Und die Unternehmen, ne? Das, was da so blinkt, ist eine Vorschau, wie das Gebäude später aussehen wird. Natürlich dann mit weniger Geblinke. Das hoffe ich doch sehr, weil das nervt gerade schon ein bisschen.
Falls Sie es sich nicht schon gedacht haben, dies ist die Gebäudebezeichnung. Ich hasse diesen Job. Ja, AirPods-Sender. Ja. Das ist die Gebäudebezeichnung. Ja, also, ich denke mal, der ist drauf programmiert, während die Büroklammer selbst den Dümmsten alles zu erklären. Drei Baustufen. Mhm. Dieses Gebäude benötigt 3 Stufen bis zur Fertigstellung. Wir bauen aber zunächst nur die erste davon. Dementsprechend müssen Sie bitte den ganzen das Ganze noch 2-mal durchführen. Ja, den ganzen Quark wollte er sagen. Er ist sichtlich angefressen. Er hat sicher Besseres zu tun, als mir das zu erklären. Hier unten haben Sie dann für jedes Bauvorhaben die Wahl zwischen 4 verschiedenen Unternehmen, die Sie beauftragen können. Das ist doch schön. Über diese Schaltfläche können Sie an diversen Stellen im Spiel gegen einen kurzen Werbespot die angegebenen Optionen austauschen lassen. Damit haben Sie nicht nur die Chance, Optionen zu finden, die Ihnen gerade besser passen, sondern unterstützen so auch, mein Deutsch wieder, uns so auch noch. Wer ist denn uns? Ich sehe nur dich. Schauen wir uns exemplarisch mal diese Option hier an. Trau- und Bauunternehmungen Brackmann GmbH, okay. Die bauen also und auch Trauunternehmen, ich gehe mal von Hochzeiten jetzt aus, die haben 3,5 Sterne. 3 Rezession heißt das, glaube ich. Die brauchen 19 Tage, um das fertigzustellen. Und kosten 335.999 €. Wunderschöner Preis. Dann schauen wir gleich mal nach. Ist auch das Beste, das würde ich wahrscheinlich sowieso nehmen. Hier sehen Sie, wie gut andere Kunden die Baufirma bisher bewertet haben. Wenn Sie ein Unternehmen mit schlechter Bewertung nehmen, sollten Sie davon ausgehen, dass dies für mehr Ärger sorgt. 3,5 Sterne ist jetzt solide, würde ich sagen. Vor allem, weil es nur 3 waren, die die Rezession abgegeben haben. Denke ich mal, dass es heißt. Was soll das sonst heißen? Dies ist der Preis, den die Firma für den Auftrag haben möchte, da dies sofort von ihrem Budget abgezogen wird. Können Sie eine Firma nur beauftragen, wenn Ihr Budget dafür ausreicht? Aha, okay, wir zahlen den einmal was und dann nicht mehr, ne? Okay. Dies ist die Dauer, die das Unternehmen für dieses Vorhaben schätzungsweise benötigt. Achten Sie am besten immer darauf, wie viel Zeit Ihnen noch bis zum Eröffnungstermin bleibt. Darauf werde ich sehr achten. Ich muss ganz kurz nur mal ausschnauben. Oh, das ist extrem nervig. So, 19 Tage, super. Die Option hat eine gute Gesamtbewertung. Der Preis passt ins Budget und die Dauer in den Zeitplan. Oh, das hätte ich jetzt aber nicht erkannt. Schauen wir uns die Bewertung also mal genauer an. Tippen Sie die Option dafür bitte an. Ja, das mache ich doch gerne. So, das ist die erste Rezession. Lesen wir uns die erste Bewertung mal durch. Ein 2-Sterne-Abzug, weil der Kunde seine Frau verloren hat. Das ist ja für uns ja weniger relevant. Okay, ich sehe da 4 Sterne. Habe Ewigkeiten nach einem Bauunternehmen gesucht, das neben der Bauarbeiten direkt einen Pfarrer mitschickt. Wir sehen Trau- und Bauunternehmung, also 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dies scheint das einzige in der Umgebung zu sein. Super. Man schlägt also direkt 2 Fliegen mit einer Klappe, wie ich gesagt habe. Mann, ich bin ein Genius. 2 Sterne Abzug, okay, weil die Ehe nach 3 Tagen wieder gescheitert ist. Der hat dann wohl das Haus doch nicht so gut gefallen. Oder was der auch immer bauen wollte. Ja, also ich sehe hier 4 Sterne, also wahrscheinlich ist ihm dann eingefallen, dass es vielleicht selber für ihn doch nicht die richtige Frau war. Also dann doch nur 1 Stern Abzug. Schauen wir uns die nächste Bewertung an. Klicken Sie dazu bitte auf den markierten Pfeil. Ja. Ganz okay, was will man mehr? Beauftragen Sie diese Firma, indem wir auf Angebot annehmen. Ja, ganz okay, ist solide, solide ist gut, gut ist eine 2. Und eine 2 ist ziemlich gut. Und ziemlich gut ist sehr gut. Und sehr gut ist eine 1. Qualität stimmt, der Preis allerdings nicht. Warum seid ihr so viel teurer als der Rest? Ach so. Und warum trägt einer eurer Bauarbeiter dauernd ein Kleid? Aha. Wir haben die Braut gefunden. So, Angebot annehmen. Sehen Sie dort oben den Rauch aufsteigen? Ja, da brennt es wahrscheinlich. Das wird jetzt das neue Gebäude gebaut. Alter, mein Deutsch, ich glaube, ich rede auch viel zu schnell. Sorry. An der Stelle. Bewegen Sie die Kamera, indem Sie einfache Wischbewegungen mit Ihrem Finger auf Ihrem Bildschirm ausführen. Versuchen Sie dafür zu sorgen, dass das Gebäude besser zu sehen ist, natürlich. Ja, und die Büroklammer. Hier. Hui. Ein Mangel ist aufgetreten. Wer hätte das gedacht? Vielleicht ging wieder eine Braut verloren. So, mal sehen. Wenn ein Mangel aufgetreten ist, wird der Baufortschritt gestoppt. Beachten Sie die veränderte Anzeige. Ja, sie leuchtet rot.
tippen Sie auf die Baustelle oder auf die Fortschrittsanzeige, um den Mangelbericht anzuschauen. Ja, das machen wir doch. Neben einer kurzen Beschreibung des Problems werden Ihnen auch direkt mehrere potenzielle Lösungsmöglichkeiten in Aussicht gestellt. Je nach Option erhöht sich der Preis des unterbrochenen Bauvorhabens entsprechend. Er wird also erneut direkt von Ihrem Budget abgezogen. Bedeutet, Mängel sind nicht gut, weil sie uns extra Geld kosten. Jetzt ist die Frage, ob es sich lohnt, ein Bauunternehmen für 1 Million zu holen, das dann alles perfekt macht, oder ein 200.000, was es nicht perfekt macht, dann aber für den Mangel nochmal vielleicht 500.000 zu zahlen, kommt drauf an. Also wenn wir gute Unternehmen holen, kostet das am Anfang mehr, schlechte kostet weniger, kommt drauf an, wie viel dann an Mängeln noch hinzukommt. Vielleicht könnte das dann sogar günstiger werden, mal schauen. Zusätzlich verzögert es sich um die hier angegebene Dauer. Okay, gut, also ja. Nachdem die angegebene Dauer an der Lösung gearbeitet wurde, was? Nachdem die angegebene Dauer an der Lösung gearbeitet wurde, ja, wird Ihnen mitgeteilt, ob der Mangel behoben werden konnte oder nicht. Aha, okay. Wie gute Chancen dafür stehen, sehen Sie hier. Ich freue mich schon auf auf Gebäude, wo 10 Mängel auftreten, am besten so der Landeplatz für die Flugzeuge, nachdem die, ja, das hatten wir schon gelesen, ne? Sollte die Option nicht zur Behebung des Mangels geführt haben, haben Sie also Zeit und Geld verschenkt und müssen eine neue Option wählen, Sie Opfer. Bitte entscheiden Sie sich nun für eine der Optionen. Okay, was ist denn los? Die Stromschächte sind überfüllt, wie kann das denn passieren? Die Kabelschächte platzen aus allen Nähten. Irgendwie packt da jeder seine Kabel rein. Ja, dann müssen wir ein Gesetz einführen, dass da nicht jeder seine Kabel reinpacken darf. Jetzt weiß keiner mehr, welche Kabel wofür benötigt werden. Ja, man könnte die farbig anmalen. Kabel nacheinander durchschneiden, notieren, wo der Strom ausfällt, anschließend Kabel wieder zusammenlöten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, warum die Erfolgschance so niedrig ist. Fehlende Stromleitung durch Tesla-Türme ersetzen. Das, ja, könnte man machen. Das könnte man natürlich machen. Ist natürlich auch die höchste Erfolgschance und von daher... Wireless-Stromkabel anschaffen, Gebäudeabschnitte ohne Strom mit Kerzen und Benzingenerator ausstatten. Ich weiß nicht, warum das jetzt so eine niedrige Erfolgschance hat. Vielleicht einfach, weil es dann Demonstrationen gibt, Benzingenerator, CO2. Das kann ich mir gut vorstellen. So, wir schauen mal, was das Billigste ist. Das ist natürlich das Kabel nacheinander, die Kabel nacheinander durchschneiden. Ja, das hat aber nicht so eine hohe Erfolgschance. Die höchste Erfolgschance mit den Tesla-Türmen ist sehr teuer und dauert sehr lange. Das ist die Frage. Aber Tesla ist super. Tesla, mach mal. Wie Sie sehen, wurde die Fortschrittsanzeige um einen Balken erweitert. Für die, die es nicht wissen, dieses Game ist von der Postillon, ich weiß nicht, wie man die aussprechen soll. Keine Ahnung. Eine, wie sagt man, satirische Zeit, das ist überhaupt eine Zeitschrift, aber irgendwas mit Satire. Und die wurde kürzlich von Elon Musk gekauft. Also nicht wundern, also ist es eigentlich ganz gut, dass wir hier die Tesla-Türme bauen. Wie Sie sehen, wurde die Fortschrittsanzeige um einen Balken erweitert, der Ihnen den Fortschritt der Mangelbewältigung anzeigt. Ja, das erkenne ich gerade auch. Ich mache mal ein bisschen langsamer, obwohl, nee, das ist mir zu langsam. Ich will rechtzeitig da sein, wenn die Tesla-Türme streiken, weil das kann ja nicht angehen. So. Ich weiß auch gar nicht, wie lange dieses Video gehen soll. Mal schauen. Die untere Fortschrittsanzeige zeigt an, dass die Mangelbewältigung fehlgeschlagen ist. Das ist aber sehr schade. Wir haben immer noch genug Zeit, ne? Tippen Sie auf die Baustelle oder auf die Fortschrittsanzeige, um eine andere Lösung für den Mangel zu optimieren. Aha. Die Stromschächte sind immer noch überfüllt. Die letzte fehlgeschlagene Option wurde durch eine neue ersetzt. Starten Sie also Ihren nächsten Versuch. Okay, das wäre Kabel ganz straff ziehen, sodass sie schmaler werden. Könnte auch funktionieren. Interessant. Ich schaffe wireless Stromkabel an. Und jetzt machen wir mal schneller. Und wir haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Mangel erfolgreich behoben. Der Bauprozess wird nun fortgesetzt. Wunderbar. Bauarbeiten abgeschlossen. Ey, halt, stopp.
Sie haben Stufe 2 des Baumenüs erreicht. Damit haben Sie folgende neue Bauoption freigeschaltet. Hauptterminal, Start- und Landebahn, da freue ich mich besonders drauf. Und Parkhaus 1. Wurde auch mal Zeit. Muss ich ernsthaft sagen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die erste Baustufe des ersten Gebäudes erfolgreich abgeschlossen. Okay, aber das muss ich noch auf Baustufe 3 machen. Kann ich jetzt einfach auf das Klicken und dann Aufleveln drücken? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, keine Ahnung. Um den Bau der soeben freigeschalteten Objekte zu beginnen, können Sie gleich das Baumenü öffnen. Warten Sie aber bitte kurz, bis ich wieder weg bin. Ich habe keine Lust, das nochmal mit Ihnen alles durchzugehen. Wir sehen, Bernd, die Büroklammer, hat seinen Job. Deshalb, liebe Kinder, seid in der Schule gut, damit ihr genug Optionen habt, um euch später euren Traumjob auszuwählen. Zudem würde ich Ihnen empfehlen, die nächste Bauphase Ihres ersten Gebäudes anzugehen. Klicken Sie dafür nach meiner Erklärung das Gebäude an. Was? Ja, das würde ich doch gerade machen. Eigentlich soll ich diese Funktion erst später für Sie freischalten, aber jetzt bin ich ja eh einmal hier. Ja, das finde ich gut, dass du deinen Job mit Leidenschaft führst. Und wir sind ja beide froh, wenn wir unsere Begegnungen auf ein Minimum reduzieren können. Also das, finde ich, ist nur von deiner Seite her so, ich freue mich, dass eine Büroklammer mir dabei hilft, den Berliner Flughafen zu bauen. Etwas kompetenteres als Mitarbeiter könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Tippen Sie da drauf, um übersichtlicher zu sehen, welches Gebäude sich in welcher Bauphase befindet. Halt, stopp! Jetzt reicht es. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum ich jetzt darauf programmiert wurde, hier zu erscheinen. Diese Anzeigenoptionen erklären sich eigentlich von selbst. Du hast mir auch vorhin erklärt, dass das, was da bei den Gebäuden steht, der Name des Gebäudes ist. Also finde ich eigentlich, dass es gut ist, dass du mir das erklärst. Okay, wir haben hier Rohbau fertiggestellt. Und Innenausbau. Naja, würden Sie mal einen Gefallen tun, im Falle einer Benutzerbefragung so tun, als hätte ich es Ihnen trotzdem erklärt? Ich finde in meinem Alter leider keinen anderen Job mehr. Wie gesagt, hättest du mal besser in der Schule aufgepasst. AirPods in der nächsten Stufe, Innenausbau. Oh, das ist gut. Wir können schon mal das nächste angehen. Ich würde sagen, dann ist das Video auch gleich zu Ende. Ich weiß nicht, wie laut ihr die Hintergrundmusik hört. Ich finde die ein kleines bisschen nervig, muss ich ehrlich sein. Das hat man auch in den letzten Folgen, so die ich damals aufgenommen habe, gehört, weil da hatte ich sie relativ laut. Wenn ihr die überhaupt nicht wollt, kann ich sie auch komplett rausnehmen. Welches Unternehmen möchten Sie beauftragen? Manfred B. Klassner, Ihr Neuköllner Alleskönner. Das ist doch gut. Obwohl Alleskönner, naja gut, er muss nur Innenbau können. Er ist also breit gefächert und nicht spezialisiert. Javier Elmas, GmbH, Bau mit Elmas. Fastnachtbaugesellschaft, MBH. Kölsch, Jek, J. Okay, was aus Köln? Bauarbeiter aus deiner Nachbarschaft wollen dich treffen. Boah, Alter. Joa. Ich würde sagen, Javier Elmas, GmbH, scheint hier am überzeugendsten zu sein. Weil er hat ebenfalls 3 Sterne, aber ist billiger als Fastnachbaugesellschaft. So, schauen wir uns nochmal die Bewertung an und dann ist das Video gleich zu Ende. Ordentlich, solide, halbwegs schnell, halbwegs günstig. Das finde ich doch gut. Solide, habe ich ja vorhin schon erklärt, ist gut. Gut ist eine 2, 2 ist bestanden. Bestanden ist ziemlich gut ist eine 1, 1 ist sehr gut. Nichts Besonderes, aber auch nicht langweilig. Sticht nicht positiv heraus, fällt aber auch nicht ab. So mag ich das, ohne dass es mich begeistert. Ja, das ist nichts Gutes und nichts Schlechtes. Ja, super. Ordentlich solider. Das ist das, was ich erwartet habe. 5-mal die gleiche Bewertung. Ja, würde ich sagen, können wir annehmen. Und damit verabschiede ich mich herzlich bei euch, liebe Zuschauer. Wenn es euch denn gefallen hat, lasst es mich mit einem Klick auf dieses Video, mit einem Daumen nach oben oder mit einem Kommentar wissen. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ich sonst spielen soll. Ich werde jetzt einfach random spielen, was ich denn sonst so für Spiele runtergeladen habe, ohne jeden Sinn. Und ja, sonst natürlich Underwood Football Manager 2 und FIFA Mobile geregelt. Underwood Football Manager 2, das ist ein bisschen vielleicht
zögert sich noch hinaus, weil ich im nächsten Video über EA reden werde. Das bedeutet, ich muss mich informieren, was wiederum bedeutet, dass ich dafür was tun muss, was wiederum bedeutet, dass ich keinen Bock darauf habe, was wiederum bedeutet, dass das Video etwas braucht. FIFA Mobile wird dann wahrscheinlich eher rauskommen. Mal sehen. Genau, wenn es euch gefallen hat, schaut doch gerne bei den nächsten Random Shit Videos vorbei. Oder plädiert dafür, dass dieses Video nicht das einzige zu BR Ball Simulator gewesen sein soll. Damit verabschiede ich mich. Habt alle noch einen wunderschönen Tag. Werdet nicht krank, so wie ich. Es ist ziemlich langweilig, obwohl eigentlich ist es überhaupt nicht langweilig. Aber ja, das war's von mir. Schaut gerne bei meinen anderen Projekten vorbei. See you next time. Tschüssi.